Je präziser du bist, desto stärker wirst du. Diese einfache Wahrheit birgt eine ungeahnte Macht. Indem du in Diskussionen und Argumentationen nach spezifischen Details verlangst, kannst du nicht nur deine Position stärken, sondern auch die Argumente deines Gegenübers effizient entkräften. Doch warum ist Spezifität so wirkungsvoll? Und wie kannst du diese Technik in deinem Alltag anwenden, um stets die Oberhand zu behalten? In diesem Hörbuch zeige ich dir, wie du durch das gezielte Nachfragen und Einfordern von Details jede Debatte zu deinen Gunsten wenden kannst. Bereit, deine rhetorischen Fähigkeiten auf ein neues Level zu heben? Tauche ein in die Kunst der Spezifität und entdecke die versteckte Kraft präziser Kommunikation. Willkommen bei Stoische Zeiten, dein Kanal für mehr Gelassenheit, Selbstkontrolle und Lebensglück. Abonniere uns jetzt und aktiviere die Glocke für noch mehr lebensbereichernde Inhalte. Vielen Dank an alle bisherigen Abonnenten und diejenigen, die immer fleißig unter den Videos kommentieren. Ihr seid großartig. Schreibe jetzt bitte Argumente gewinnen in die Kommentare und schaue auch gerne in unserem Shop auf stoischezeiten.de vorbei. Danke. Kapitel 1. Das Paradoxon der Spezifität. Spezifität ist das Fundament einer starken Argumentation. Sie bedeutet, präzise und detaillierte Informationen zu geben und zu verlangen. Allgemeine Aussagen können oberflächlich beeindruckend klingen, doch ihre Schwächen offenbaren sich, wenn spezifische Details gefordert werden. Stell dir vor, jemand behauptet, diese Diät ist die beste. Diese Aussage wirkt überzeugend, aber ohne Details bleibt sie leer. Fragst du jedoch nach spezifischen Studien, Ergebnissen und Methoden, wird die Behauptung auf den Prüfstand gestellt. Welche wissenschaftlichen Untersuchungen unterstützen diese Diät? Welche konkreten Resultate wurden erzielt? Plötzlich wird klar, dass die Aussage ohne diese Details an Glaubwürdigkeit verliert. Ein weiteres Beispiel: Im Berufsleben hören wir oft Feedback wie »Du solltest effizienter arbeiten«. Diese allgemeine Aussage bietet wenig Ansatzpunkte zur Verbesserung, wird jedoch präzisiert, beantworte deine E-Mails innerhalb einer Stunde und kürze deine Meetings um 15 Minuten, erhältst du klare und umsetzbare Anweisungen. Spezifität bietet somit konkrete Handlungsmöglichkeiten und fördert effektive Veränderungen. Spezifität zwingt zur Genauigkeit und Klarheit. Sie entlarvt Halbwahrheiten und stärkt fundierte Argumente. Nutze die Macht der Spezifität, um Missverständnisse zu vermeiden, Vertrauen zu schaffen und deine Position zu festigen. Indem du präzise Details verlangst und lieferst, kannst du Diskussionen klarer und überzeugender gestalten. So wird jede Debatte zu einer Gelegenheit, durch Genauigkeit zu brillieren und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Kapitel 2. Die Macht der Klarheit. Warum Details zählen? Klarheit durch Details ist entscheidend in jeder Kommunikation. Spezifische Informationen schaffen ein präzises Bild und vermeiden Missverständnisse. Sie machen abstrakte Konzepte greifbar und bieten konkrete Anhaltspunkte. Nehmen wir an, jemand sagt, diese Stadt ist groß. Diese Aussage bleibt subjektiv und ungenau. Fragst du nach der genauen Einwohnerzahl oder der Fläche, wird das Bild klarer und objektiver. Plötzlich weißt du, ob die Stadt 500.000 oder 5 Millionen Einwohner hat. Spezifität transformiert vage Aussagen in nachvollziehbare Fakten. Ein weiteres Beispiel ist Feedback im Berufsleben. Wenn dir gesagt wird, du solltest effizienter arbeiten, bleibt unklar, was konkret gemeint ist. Doch wenn dein Vorgesetzter sagt, beantworte E-Mails innerhalb einer Stunde und reduziere die Meetingdauer um 15 Minuten, erhältst du klare und umsetzbare Hinweise. Diese Spezifität führt zu gezielten Verbesserungen und effektiverer Arbeit. Details bieten nicht nur Klarheit, sondern auch Vertrauen. In Verhandlungen und zwischenmenschlichen Beziehungen führt präzise Kommunikation zu einer offenen und ehrlichen Atmosphäre. Menschen vertrauen eher jemandem, der genaue Informationen liefert, als jemandem, der sich hinter vagen Aussagen versteckt. Indem du spezifische Informationen verlangst und gibst, förderst du eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema und stärkst deine Position. Spezifität ist der Schlüssel zu Klarheit, Vertrauen und effektiver Kommunikation. Sie hilft dir, präzise zu sein,
Missverständnisse zu vermeiden und dein Gegenüber zu überzeugen. Kapitel 3: Spezifität als Werkzeug zur Entlarvung von Fehlinformationen. Spezifität ist ein mächtiges Mittel, um Fehlinformationen zu entlarven. In einer Welt voller Halbwahrheiten und manipulativer Aussagen bietet die Forderung nach präzisen Details eine effektive Möglichkeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Stell dir vor, ein Politiker behauptet, diese neue Gesetzgebung wird die Arbeitslosigkeit senken. Diese Aussage ist vage und unkonkret. Wenn du jedoch nach spezifischen Details fragst, welche Maßnahmen genau werden ergriffen? Welche Daten und Studien stützen diese Behauptung? Wie sehen die prognostizierten Zahlen aus? Zwingst du ihn, seine Behauptungen zu konkretisieren? Dadurch werden oft Schwächen und Ungenauigkeiten sichtbar, die vorher verborgen waren. Ein anderes Beispiel findest du in der Werbung. Ein Unternehmen wirbt mit »Unser Produkt ist das Beste auf dem Markt«. Fordere spezifische Informationen an. Welche unabhängigen Tests und Vergleiche stützen diese Behauptung? Welche spezifischen Eigenschaften machen es besser als die Konkurrenz? Diese präzisen Fragen entlarven oft übertriebene Werbeaussagen und geben dir ein klares Bild der tatsächlichen Qualität des Produkts. Durch die gezielte Nachfrage nach Details deckst du Fehlinformationen und Ungenauigkeiten auf. Spezifität zwingt zur Präzision und macht es schwieriger, ungenaue oder falsche Aussagen zu verbreiten. Sie fördert eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema und stärkt fundierte Argumente. Nutze Spezifität als Werkzeug zur Wahrheitssuche und um Fehlinformationen zu entlarven. So wirst du nicht nur klarer und überzeugender argumentieren, sondern auch die Qualität der Diskussionen um dich herum erhöhen. Kapitel 4: Techniken zur Anforderung von Spezifität. Die Fähigkeit, spezifische Details zu verlangen, kann jede Diskussion transformieren und stärken. Es gibt verschiedene Techniken, die dir helfen, gezielt nach präzisen Informationen zu fragen und so die Qualität der Argumentation zu erhöhen. Eine bewährte Technik ist das Fragen nach dem Wie. Wenn jemand eine Behauptung aufstellt, frage nach dem genauen Ablauf. Wie wird dieses Ziel erreicht? Welche konkreten Schritte sind vorgesehen? Diese Fragen zwingen dein Gegenüber, die Mechanismen hinter seiner Aussage zu erklären und offenbaren oft Lücken in der Argumentation. Ein weiteres wirksames Werkzeug ist das Fragen nach Beweisen. Anstatt allgemeine Aussagen zu akzeptieren, frage nach spezifischen Belegen. Welche Studien unterstützen diese Behauptung? Welche Daten liegen vor? Dadurch erhöhst du die Transparenz und zwingst zu fundierten Aussagen. Schließlich ist das Fragen nach Beispielen eine effektive Methode. Fordere konkrete Beispiele, die die Behauptung untermauern. Kannst du mir ein spezifisches Beispiel nennen, das deine Aussage unterstützt? Dies fördert das Verständnis und zeigt die praktische Anwendbarkeit der Argumente. Durch den Einsatz dieser Techniken wirst du feststellen, dass viele allgemeine Aussagen schnell an Substanz verlieren, wenn sie nicht durch spezifische Details gestützt werden. Du stärkst deine Position, indem du Klarheit und Genauigkeit in die Diskussion bringst. Gleichzeitig hilfst du, fundierte und nachvollziehbare Argumente zu entwickeln. Nutze diese Techniken konsequent, um präzise Informationen zu verlangen und die Qualität deiner Gespräche zu verbessern. So wirst du nicht nur überzeugender argumentieren, sondern auch die Tiefe und Klarheit in jeder Diskussion erhöhen. Kapitel 5: Anwendungsbeispiele aus dem Alltag. Spezifität ist nicht nur in formellen Diskussionen und Debatten wichtig, sondern auch im täglichen Leben. Sie kann dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden, Probleme zu lösen und klarere Kommunikation zu fördern. Betrachte den Umgang mit Kindern. Ein Kind, das seine Hausaufgaben vernachlässigt, erhält oft vage Anweisungen wie »Mach deine Hausaufgaben«. Besser ist es, spezifisch zu sein. Arbeite 30 Minuten an deinen Matheaufgaben und löse mindestens 3 Aufgaben. Diese klaren Vorgaben helfen dem Kind, genau zu wissen, was von ihm erwartet wird, und erleichtern die Umsetzung. Auch im Arbeitsalltag zeigt sich die Bedeutung von Spezifität. Ein Projektmanager sagt, wir müssen die Qualität unserer Arbeit verbessern. Das ist allgemein und wenig hilfreich. Wird jedoch konkretisiert,
Wir sollten die Prüfungsprozesse verstärken und die Fehlerquote um 10% reduzieren, indem wir 2 zusätzliche Überprüfungen pro Woche einführen. Bietet dies klare, messbare Ziele und Maßnahmen, die umgesetzt werden können. In persönlichen Beziehungen kann Spezifität Konflikte entschärfen. Anstatt zu sagen, du hörst mir nie zu, wäre es hilfreicher zu sagen, ich fühle mich ignoriert, wenn du während unseres Gesprächs auf dein Handy schaust. Könntest du es weglegen, wenn wir sprechen? Diese präzise Bitte ist konstruktiver und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten geändert wird. Indem du in verschiedenen Lebensbereichen spezifisch bist, förderst du Klarheit und Verstehen. Spezifische Anweisungen, Erwartungen und Bitten führen zu besseren Ergebnissen und stärken die Beziehungen zu anderen. Spezifität hilft dir, Missverständnisse zu vermeiden und effektivere Lösungen zu finden. Kapitel 6: Häufige Fehler und wie man sie vermeidet. Spezifität ist eine mächtige Technik, aber ihre Anwendung kann auch Stolpersteine mit sich bringen. Vermeide diese häufigen Fehler, um sicherzustellen, dass du die volle Wirkung erreichst. Ein häufiger Fehler ist das Überladen mit Details. Während Spezifität wichtig ist, kann eine zu detaillierte Kommunikation überwältigend wirken. Beispiel: Ein Kollege fragt nach einem Bericht und du lieferst nicht nur den Bericht, sondern auch eine ausführliche Erklärung jedes Schrittes. Dies kann verwirrend und zeitraubend sein. Besser ist es, sich auf die wesentlichen Details zu konzentrieren und bei Bedarf zusätzliche Informationen bereitzustellen. Ein weiterer Fehler ist das Ignorieren des Kontextes. Details sind nur dann hilfreich, wenn sie relevant sind. Wenn du in einer Diskussion spezifisch wirst, stelle sicher, dass die Informationen zur Frage passen. Beispiel: In einem Meeting über Marketingstrategien hilft es wenig, detaillierte technische Daten zu präsentieren. Konzentriere dich stattdessen auf relevante Verkaufszahlen und Trends. Auch die Unfähigkeit, zwischen wichtigen und unwichtigen Details zu unterscheiden, ist problematisch. Fokus auf das Wesentliche ist entscheidend. Beispiel: In einem Bewerbungsgespräch solltest du präzise und relevante Erfahrungen hervorheben, statt jede einzelne berufliche Station zu detaillieren. Schließlich solltest du auf deine Zuhörer eingehen. Unterschiedliche Menschen benötigen unterschiedliche Grade an Spezifität. Passe dein Detailniveau an die Bedürfnisse und das Verständnis deines Gegenübers an. So stellst du sicher, dass deine Kommunikation klar und effektiv bleibt. Indem du diese häufigen Fehler vermeidest, nutzt du die Macht der Spezifität voll aus. Du schaffst Klarheit, stärkst deine Argumente und förderst eine effektive Kommunikation in jeder Situation. Kapitel 7: Der Weg zur Meisterschaft. Spezifität in allen Lebensbereichen. Die Kunst der Spezifität beschränkt sich nicht nur auf Diskussionen oder das Berufsleben. Sie kann in allen Lebensbereichen angewendet werden, um Klarheit, Effizienz und Verständnis zu fördern. Im Gesundheitswesen ist Spezifität entscheidend. Stell dir vor, du besuchst einen Arzt und er stellt nur allgemeine Fragen wie: Fühlen Sie sich unwohl? Stattdessen könnte er präzise fragen: Haben Sie in den letzten 24 Stunden Fieber über 38 Grad, Schüttelfrost oder plötzliche Müdigkeit verspürt? Diese spezifischen Fragen führen zu einer genaueren Diagnose und besseren Behandlung. Auch im Finanzbereich ist Spezifität von großem Nutzen. Anstatt zu sagen, ich möchte Geld sparen, setze dir präzise Ziele wie, ich werde jeden Monat 200 Euro für die nächsten 6 Monate sparen. Diese Klarheit hilft dir, konkrete Schritte zu unternehmen und deine finanziellen Ziele zu erreichen. In der persönlichen Entwicklung ist Spezifität ebenfalls wertvoll. Statt zu sagen, ich möchte mich weiterbilden, formuliere konkrete Ziele. Ich werde in den nächsten 3 Monaten einen Kurs in Projektmanagement absolvieren. Diese spezifischen Ziele machen es einfacher, Fortschritte zu messen und motiviert zu bleiben. Spezifität hilft dir, klarer zu kommunizieren, präzisere Ziele zu setzen und effektiver zu handeln. Sie fördert ein tieferes Verständnis und stärkt deine Position in jeder Situation. Indem du die Kunst der Spezifität in allen Lebensbereichen anwendest, erreichst du eine höhere Effektivität und Zufriedenheit. Nutze Spezifität als Werkzeug, um deine Ziele zu definieren, deine Kommunikation zu verbessern und dein Leben klarer und strukturierter zu gestalten.
So wirst du nicht nur erfolgreicher, sondern auch zufriedener in allem, was du tust. Spezifität ist eine mächtige Technik, die Klarheit und Präzision in jede Kommunikation bringt. Indem du präzise und detaillierte Informationen gibst und verlangst, schaffst du Vertrauen und förderst ein tieferes Verständnis. Egal ob im Berufsleben, in persönlichen Beziehungen oder bei der Verfolgung deiner Ziele. Spezifität hilft dir, Missverständnisse zu vermeiden, fundierte Entscheidungen zu treffen und effektiv zu handeln. Nutze die Kraft der Spezifität, um deine Argumente zu stärken, Fehlinformationen zu entlarven und deine Ziele klarer zu definieren. Durch diese Technik erreichst du nicht nur größere Erfolge, sondern auch mehr Zufriedenheit und Effektivität in deinem Alltag. Unterstütze uns mit einem Abonnement und entdecke das Tagebuch eines Stoikers, um die Theorie in die Praxis umzusetzen. Es bietet dir 120 verschiedene Inspirationen über 30 Tage, um die stoische Praxis in dein Leben zu integrieren. Den Amazon-Link findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Stoische Zeiten.